Moin moin und herzlich willkommen zurück bei Illusion of Time. Letztes Mal haben wir die letzten Kristallkugeln gesammelt. Das bedeutet, wir können jetzt hier nach oben gelangen. Wo auch sofort ein Bosskampf auf uns wartet. Und das Seltsame an diesem Boss ist, der ist irgendwie anders als in der japanischen Version. Ich weiß aber nicht mehr genau den Grund und wieso, aber ja. Schauen wir mal, ob wir ihn sofort beim ersten Mal schaffen. Auf jeden Fall stürzt hier gerade alles ab. Und der Kerl hat mich schon ein paar Mal getroffen, was nicht so gut ist. Sollte vielleicht etwas besser aufpassen, was ich hier mache. Zeit für ein Heilkraut. Komm her. Okay, okay. Und Energie, oh verdammt. Ja, ich glaube. Irgendwie. Ja, keine Ahnung, aber ich glaube, das hier war eigentlich die originale Version, die am Anfang für den Boss hier ausgedacht wurde. Aber irgendwie haben sie die wieder nicht genommen in Japan. Ich weiß nicht mehr genau wieso, aber die sie in Japan genommen haben, wollten sie halt nicht hier nehmen. Keine Ahnung wieso, aber das ist halt so. So. Und wir haben den mächtigen Dämon bezwungen. Sie docht eine der Statuen. Als ich klein war, habe ich immer gedacht, dass wenn man irgendwann stirbt, weil die Plattform hier immer wieder runterfällt und so, ne? Es sind keine Monster mehr da, also verwandeln wir uns mal zurück. Und dann springen wir mal herunter. Plötzlich ertönt aus dem Nichts eine vertraute Stimme. Es ist näher als Stimme. Wie, du stürzt auf die Erde. Versuch dies am Flugzeug. Was das sollte. Versuchen wir mal. Sonst kommt eine epische Cutscene. Ups. Verdammt, ich habe ihn verfehlt. Du hast was? Damit ist dein Sixer besiegelt. Noch ist eine gewisse Strecke bis zum Boden. Versuch's nochmal. Ich versuche es. Ich muss ihn kriegen. Oh mein Gott, diese Cutscene hier, so atemberaubend. Einfach nur große Klasse. So, anscheinend hat Neal irgendwas gebaut, was funktioniert. Er nennt das ein Flugzeug. Das war verdammt knapp. Mir ist schlecht. Meine Nerven. Ruhe jetzt, will ich dich nicht gerettet. Neal, du bist ein Genie. Diese Erfindung hat Wills Leben gerettet. Noch können wir abstürzen. Lass uns die nächsten Ruinen ansteuern. Nach den Steinen des Sternbildes heißt unser nächstes Ziel Mu. Mu. Auf zum Ozean. Mu liegt irgendwo im Ozean. Tja, Mu ist wie Atlantis ein sogenanntes Reich, das untergegangen sein soll oder so. Sein soll oder so. Viel S. Ja, noch mal. So, damit haben wir. Und zwar. Ach, Neal. Du bist ja auch ein Bruchpilot. Ah, Fallschirm hat er auch entwickelt, das ist gut. Fehlt da nicht eine Person? Lenz, Erik, Lilly, Kara, Will? Wo ist Neal? Wir kamen gerade noch rechtzeitig aus dem Flugzeug. Neal ist ein genialer Erfinder, doch seine Schöpfung scheint immer etwas zu fehlen. Naja, perfekt ist es niemand, auch Neal nicht. Fehlt wirklich jemand, oder? Zufälligerweise sind wir irgendwie in einem riesigen Palast wieder aufgetaucht. Lustig, ne? Plötzlich findest du dich in einer riesigen Palasthalle wieder.
Das letzte, an dem ich mich erinnere, ist meine Wasserlandung. Wo sind die anderen? Gut, wir sind jetzt hier im Palast, Tempel oder was auch immer, hier unterhalb von Mu. Und hier haben wir ein paar Geister. Seltsam. Selbst wenn ich es angreife, geht es nicht kaputt. Geh kaputt, Mann. Gehen wir mal Gaia fragen, was hier los ist. Okay, Gaia hat überhaupt nichts zu sagen. Auch gut. So, was höre ich? Ein Geräusch aus dem Raum zu meiner Linken. Fuck. Rotes Juwel, zuerst die wichtigen Sachen. Phil, wo bist du? Was ist geschehen? Cool, jeder Mann wurde zu einem Geist, außer mir. Jeder Mann, okay. Alle Menschen. Was eine leise Stimme spricht zu mir. Ein düsteres Flüstern. Dies ist der Vampirpalast. Die Quelle in diesem Palast erzeugt ständig neue Dämonen. Nun gut. Noch so ein Ding. Gehen wir mal hoch. Gut, was ist denn hier unten? Was ist eine leise Stimme spricht zu mir? Eigentlich flüstern. Im Keller des Gebäudes findest du die Dämonenquelle. Dort ist der Stein, beeil dich. Nee, zuerst, Will hat eine Stimme zu seiner Rechten oder irgendwie sowas? Also gehen wir mal dahin. Hallo Erik. Was ist das für ein Ort? So düster und einsam. Mutter, hilf mir! Nun gut, der Rest sollte noch eine Schatztruhe sein. Zwei rote Juwelen, gut. Ich glaube, das sollten alle hier sein. Bin mir aber nicht mehr sicher. Jetzt haben wir vier, gut. Was ist denn nachher? Noch mal überprüfen. Hier wird wohl der Keller sein. Oder? Nee, hier ist eine Sackgasse. Was haben wir hier? Ah, Lilly. Hey, du hast mich ganz schön erschreckt. Was wäre mein Herz stehen geblieben? Ich habe Erik in den anderen Raum gesehen. Aber es war sonderbar. Sein Körper ist fast transparent. Ich konnte durch ihn durchsehen. Es schien, als habe ihm jemand seine Seele geraubt. Wir müssen jetzt zusammenbleiben. Wer weiß, was noch geschieht. Okay, komm her. Mach dich zu einer kleinen Blütending da. Ich ziehe mich in deine Tasche zurück. Okay. Also lass uns losgehen. In Ordnung, machen wir das mal. Gehen wir mal hier runter. Ja, hier wird wohl dann der Keller sein. Oder auch nicht. Nochmal. Der Stein der Läuterung ist im Palast. Schön. Gehen wir mal nach links. Gehen wir mal hier runter. Gehen wir mal hier weiter. Oh mein Gott, Gegner, gehen wir wieder hoch. Huiuiui, was war hier? Rest's noch irgendwas? Nein, auch eine Sackgasse. Also sind wir mal wieder nach. Richtig, gut. So, jetzt gehen wir mal hier rauf. Ich hoffe es nicht, den Deckel zu öffnen. Lies bricht aus seiner Tasse. Warte doch, da ist ein kleines Loch an der Seite des Sargs. Gerade groß genug, dass ich hindurch passe. Ich werde hineinschauen. Seltsam, der Sarg ist von innen verschlossen. Kein Wunder, dass er nicht aufging. Gut, was ist drin? Nichts und her.
Ich habe einen seltsamen Stein im Sarg gefunden. Gut, das wird wohl der Erläuterungsstein sein. Den Stein der Weisen, oder was? Erläuterung, okay. Gut. Weg hier jetzt. Ist gut, ne? Komm. Komm, Lilly, komm. Gut. So, jetzt müssen wir die Dämonenquelle finden. Was bist du denn? Oh, hier ist ja noch ein Schatz. Hier sollte auch noch ein Gegner sein, oder was? Hm, seltsam. Hier oben müsste noch ein Herz sein. Ja, die Karte hat mal wieder Rest. Drei rote Juwelen. Ich glaube, das sind jetzt wirklich alle, die hier sind. Gut, hier links sollte nichts mehr sein. Was haben wir denn hier? Schlotterheul, okay, ne, ist hier. Holzschnee, pflanze ich das auch hier. Sehr interessante Gespräche, die ihr mir da zeigt. Gut. So. Was ist mit dem Gegner, der hier sein soll? Warum taucht er nicht auf? Hm, seltsam. Vielleicht muss ich einfach mal hier reingehen und dann tauchen die von selbst aus. Einmal auf. Sieh, welche wundersame Quelle. Könnte eine Verbindung zwischen dem Stein und der Quelle bestehen? Na klar! So. Steinerläuterung. Der Brunnen der Erläuterung ist im Palast. Gut, dann werfen wir das einfach mal hier rein. Da ist den Stein der Erläuterung hoch. Doch nichts geschieht. Okay, dann muss ich das vielleicht von einem anderen Winkel aus machen. Der Stein beginnt zu glühen und verschwindet kurz darauf in der Quelle. Gut, und jetzt wird das Wasser gelb, was sag ich da, blau. Gut. Ist gut jetzt, ne? Gut. Weiß ich das überhaupt, ein Baum oder was? Eine Riesenalge vielleicht. Gerettet dank seid ihr. Ich kam von Fredzia in diesem Palast und wurde zu einem Dämon. Das heißt, dass alle Dämonen früher Menschen waren? Das wäre jetzt etwas voreilig zu behaupten, aber warum nicht? Jetzt kann ich das Gefühl, dem Tod ins Auge zu blicken. Es ist furchtbar. Ich frage mich, ob die Tiere, deren Fleisch wir essen, genauso empfinden, bevor man sie tötet. Oh nein! Keine Moralethik! Lass mich in Ruhe! Okay, sie sind wohl schon weg. Nun gut. Eine sehr sonderbare Gestalt. Was sagst du mir? Hm? Einst waren wir Sklavenhändler, doch man sperrt uns deswegen ein, zu Recht. Doch dann wurden wir an einen Vampir verkauft. Es war grausam. Vampire, toll. Solange sie nicht im Morgenlicht glänzen oder so, so kann es geschehen, wenn man auf eine Frau hereinfällt. Uiuiui. Ein netter Mann fragte mich, ob ich ihn begleite. Dummerweise tat ich es. Uiuiui, eine Succubus und andere Dings da. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Die andere Sorte. Der Mann, der in diesem Sarg liegt, ist mit Sicherheit ein Vampir, was er wohl vorhat. Wieder liegt jemand drin? Ich sehe keinen. Gut. Du siehst aber auch recht sonderbar aus, Herr Sklavenhändler oder so. Gut, was haben wir dann hier? Ein Vampir-Pärchen lebt in den Särgen. Sie locken die Menschen her, machen sie zu Dämonen und verkaufen sie dann. Ja, ja, so kann man auch leicht Geld verdienen. Dieser Palast ist mit dem Land Mu verbunden. Die Vampire scheinen hier nach etwas zu suchen. Okay. Hallo, Sklavenhändler. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Fast wären wir zu Dämonen geworden. Ah, deshalb war er transparent und ihr wart wohl gerade in einem Wandel oder so. Nun gut.
Und was haben wir dann hier? Wieder nix. Und was kannst du mir dann über diesen Ort erzählen? Ich hörte, dass die Vampire sagten, eine Statue sei. Gut, die Statue gehört mir. So, hier wird wohl auch jetzt jemand sein, weil hier war vorher überhaupt nichts. Den Schlüssel habe ich der Vampirfrau entwendet. Nimm ihn an dich. Gut. Du hast den Schlüssel erhalten, oder was? Zum Seepalast. In unserem Fall werden wir ihn benutzen, um den Seepalast zu verlassen. Oder Vampirpalast, oder was auch immer. Entschuldigung, jetzt habe ich wirklich etwas gegähnt, aber nun gut. Was haben wir denn hier? Auf dem Dachgeschoss des Gebäudes wirst du einen Weg nach Mu finden. Okay. Ich sehe da eine Schatztruhe, die zu ist. Okay. Die schon auf ist. Nein, nein, ich wollte hoch. So geht doch. Und gut. Hier sollte sich niemand befinden. Auch gut. Hallo du! Was sollten wir jetzt nur tun? Mitten auf dem Ozean? Ja, Moment. Vielleicht können wir den Palast einnehmen und hier leben. Und wovon ernährt ihr euch? Kannibalismus oder was? Oh, was ich hier an diesem Palast so liebe, ne? Desto tiefer man hier runter geht, desto dunkler wird das Meer im Hintergrund, ne? Und desto höher man kommt, desto heller wird's, wie man hier sehr gut sehen kann. So, jetzt gehen wir dann nochmal speichern, würde ich sagen. Dann nächstes Mal mache ich die Tür auf, die wir vorhin da sahen. Ich zeige sie euch nochmal schnell. Aber dann wisst ihr ja schon Bescheid, dass wir zuerst halt uns um die Tür hier kümmern werden. Die werden wir öffnen und dann gehen wir nach Mu. Also dann Leute, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, wo wir dann Mu betreten. Ciao, ciao.